Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus, dessen Wort für uns Licht und Leben ist, er sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben von einer großen Zusage gerade eben gesungen. Eine Zusage, dass Gott uns nahe ist. Eine Zusage, die unser Marian Hiller Mitbruder Pater Engelmar unzeitig hier in diesem Alltagsleben im KZ Dachau erfahren hat. Eine Zusage, die hier schwer zu leben war, dieses Glaubensleben zu zeigen. Wir alle sind gekommen, um an ihn auch etwas zu erinnern, an ihn und viele andere, die hier in diesem Lager ihr Leben gelassen haben, an viele, die in diesem Lager inhaftiert waren. So darf ich Sie ganz herzlich hier zu diesem Gottesdienst begrüßen, als Marian Hiller Missionare, als Freunde von uns Missionaren und als Gruppe der Ackermann-Gemeinde Würzburg, vor allem begrüße ich Monsignore Frühmorgen hier unter uns. Wollen wir uns zu Beginn dieses Gottesdienstes besinnen, wo wir uns schwer tun, unseren Glauben im Alltag zu leben. Ich bekenne. Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen, Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Herr, du hast deinen Diener, Pater Engelmar, zum Zeugen des Glaubens berufen. Im Dienst der Kranken und Sterbenden hat er sein Leben aufgeopfert. Hilf auch uns, in der Kraft des Glaubens und der Liebe allen alles zu werden, um vielen Menschen behilflich zu sein, zu dir zu finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Aber auch, wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leiden müsst, seid ihr selig zu preisen. Fürchtet euch nicht vor ihnen und lasst euch nicht erschrecken, sondern haltet in eurem Herzen Christus, den Herrn, heilig. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Aber antwortet bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen. Dann werden die, die euch beschimpfen, weil ihr in Christus ein rechtschaffenes Leben führt, sich wegen ihrer Verleumdungen schämen müssen. Es ist besser, für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille ist, als für böse. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Oh, sei dir erlaubt.
Verhärtet nicht euer Herz. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit erzählte Jesus einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, dieses Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.